Guten Morgen, ihr Lieben. So, als allererstes Miriam, glaube ich. Genau, Miriam, ich hoffe, du guckst die Lego jetzt gerade. Du hattest mir schon in den Kommentaren geschrieben, dass du mir das doppelt gekauft hast. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, ja, weil eigentlich habe ich immer benötigt eins hingeschrieben. Normalerweise, vielleicht hat sich das überschnitten, normalerweise kriege ich keine zwei Produkte, weil ich weiß von jemandem aus dem Hintergrund, der nette Herr hatte sich bei mir gemeldet und meinte, warum wurde das storniert und ich habe gar nichts gemacht, ja. Und da wusste ich, normalerweise wird dann, wenn zwei Sachen gekauft werden von der Amazon-Liste, dann irgendwie automatisch das Ganze storniert. Bei dir war es irgendwie nicht so. Und du hattest mir gesagt, dass das am Samstag kommen sollte. Da hatten wir uns nochmal ausgetauscht. Samstag war gar nichts bei mir. Und ich hatte gestern eine Info drin, dass irgendwas in der Packstation liegt. Jetzt konnte ich aber natürlich nicht von außen gucken, was ist da, ja. Ich konnte es ja nicht einfach liegen lassen, wenn ein anderer jetzt was geholt hätte. Deswegen, mir persönlich oder mich persönlich stört das jetzt nicht. Ja, du weißt, ich finde das Deck wunderschön. Ich arbeite ja auch sehr, sehr gerne damit. Das ist ein richtig schönes Deck mit Goldblatt. Du kannst dich ruhig aber in den Kommentaren dazu äußern, meine Liebe, falls du irgendwie möchtest, dass ich das, ich weiß nicht wie, ja, ich glaube von den Portokosten wäre es beschränkt, wenn ich es irgendwo hin und her schicke. Ich wusste auch nicht von außen, ich hätte die Klappe zumachen können, aber wie gesagt, ich habe ja so einige Sachen auf der Amazon-Liste und wusste nicht, okay, wenn ich es jetzt einfach wieder zumache, die Klappe, und eigentlich deins am Samstag kommen sollte, ich hatte leider keinen Röntgenblick. Aber ich freue mich trotzdem, liebe Miriam. Vielen, vielen Dank. Ja, also, wie regeln wir das jetzt? Wenn ich es zurückschicke, dann ist ja Quatsch, weil ich bin ja nicht der Käufer, ja? Da hätte ich irgendwie ein bisschen Schiss, dass das nicht verbucht wird. Oder ich habe ja auch, da war leider auch gar kein Zettel bei, meine Süße, ja? Sonst hätte ich vielleicht auch irgendwie die Sendungsnummer gewusst. Oder ich hätte auch in dem Moment gar nicht gewusst, dass es von dir ist. Aber Gott sei Dank hast du dich gemeldet, meine Liebe. Also du kannst ruhig sagen, wenn du das zurückerstattet bekommen möchtest, kein Problem. Ja, ihr wisst, ihr seid nicht in der Verpflichtung, mir ein Geschenk von der Amazon-Liste zu machen. Wenn du dir sagst, so, nö, sehe ich jetzt nicht ein oder jetzt hat es doppelt, mach dir da bitte gar keine Gedanken. Ich nehme es weder böse noch irgendwie anders auf. Ich lasse es jetzt erstmal hier verschweißt, meine Liebe, ja? Ich warte erstmal auf dich, was du dazu sagst. Und deine Legung kommt zum Schluss. Und wir würden, oder ja, ich würde, wir würden zusammen, ich hoffe, habt gut geschlafen, dann mit der Tagesbotschaft reingehen. Die kann natürlich bei euch allen auch nicht immer stimmen oder in Resonanz gehen, ihr Lieben. Aber jetzt habe ich gerade Zeit gefunden. Nachher gibt es noch Handball für meinen Sohn. Mal gucken, vielleicht habt ihr heute auch irgendwas vor. Wir haben ja dann den Mittwoch, wenn ihr das seht. Und jo, dann starten wir einfach mal. Ihr Lieben, herzlich willkommen auch an die Neuen. Positives wie Negatives bitte unbedingt in diesen Videos drin lassen, wenn es hier für dich nicht stimmig sich anfühlt oder resoniert. Und das Video bitte verlassen. Hier sind leider drei. So. Wie machen wir das jetzt? Gibst du mir ein Zitat? Ein Tagesbotschaftszitat. Sollte man hier irgendwie Flecken sehen? Ich sitze hier auch sehr ungünstig. Ich habe Selbstbräuner benutzt hier. Ich mache ja immer so Projekte für den anderen Kanal. Hat aber gut geklappt, aber ich sehe gerade irgendwie, scheint das Licht jetzt hier so rein, als hätte ich hier eine Beule, ne? Ihr Lieben, Frieden entsteht durch wachsende Toleranz und Achtsamkeit. Oh, davon müssen sich einige mal bitte diesen Spruch tätowieren lassen, damit man den jeden Tag sieht oder irgendwo an den Spiegel kleben, weil meistens sind das so eine Leute, die gerne in den Spiegel gucken, aber ihr eigenes Bild vergessen, ne? Das ist richtig schön. Solange wie man mir nicht wehtut oder irgendwas aufzwingen will, finde ich Toleranz einer der wichtigsten Sachen und auch Akzeptanz. Wenn ich damit nichts zu tun haben möchte, dann kann ich mich ja entfernen, ja? Aber Toleranz und Achtsamkeit ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, auch für die heutige Situation. Ja, ich meine, es sind tagtäglich irgendwo Kriege. Frieden entsteht durch wachsende Toleranz und Achtsamkeit. Ja, viele sind nicht achtsam, ja, und ich muss auch sagen, natürlich glaube ich nicht alles, was berichtet oder
in den Nachrichten kam. Ihr wisst, ich entwende mich schon dem. Ich habe so gut wie keine Nachrichten an. Wenn, dann kriege ich minimal was mit. Bin manchmal auch erschrocken darüber, wenn mir meine Töchter irgendwie was zeigen, was sie gesehen haben, wo ich mir denke so, ey, da verblödest du ja an der Birne. Also da bin ich manchmal bei manchen Apps froh, dass ich die nicht benutze und sag auch, ey, mach den Kram weg. Ja, da, also du verblödest ja im Internet. Es ist ja wirklich eine regelrechte Verblödung, teilweise auch wie etwas ausgesendet wird, um Menschen zu triggern, ja, oder Menschen mit rein, naja, dieses ist ein ständiges Suggerieren, ja, der eine nimmt's an und glaubt's und der andere, der denkt sich dann schon mal dreimal um die Ecke, so wie ich, stimmt das alles? Und vom Impuls wieder, ja, man kann natürlich nicht immer einem die Schuld geben, ja, und meistens ziehen sich dann immer Leute aus der Schlinge und stellen oder verdrehen die Tatsachen sehr schön. Das kann natürlich auch im Privatleben sein, ja. Gebt euch bitte nur mit Menschen ab, die euch tolerieren, die auch achtsam mit euch umgehen und natürlich müsst ihr das auch den anderen gegenüberbringen. Wir gehen mal rein. Toleranz, Akzeptanz. Akzeptiere heute, dass das, wie es gerade ist oder wo du hin möchtest, gut so ist, ja. Du kümmerst dich ja anscheinend wirklich um deine Stabilität und deine Sicherheit, generell, wenn es hier um Finanzen geht. Vielleicht auch, du guckst, wie kann man ein Projekt vielleicht auch hochziehen, wo kann man hier eine Geldquelle draus machen. Oder wenn es hier nichts mit Finanzen oder materiellen Sachen oder Anschaffung zu tun hat, das kann auch sein, dass du in der Überlegung bist oder dir irgendwas Neues anschaffen musst, anschaffen möchtest, qualitativ höher oder es muss einfach auch sein vom Luxus, ja, vom Wohlgefühl. Wenn es damit nichts zu tun hat, wirklich auf dein Wohlbefinden achten. Es geht hier wirklich sehr stark darum, wo fühlst du dich wohl, mit welchen Leuten hast du hier zu tun, wer nimmt dich so, wie du bist. Ja, du suchst hier regelrecht deine Fülle oder bist in deiner Fülle angekommen. Wir haben hier, ja, also du machst dir wirklich den Weg frei. Wir haben hier Ritter der Schwerter. Das könnte auch so ein Akzeptanz-, Toleranz-, Aufmerksamkeitsproblem gewesen sein. Nicht jetzt von dir, aber es kam oder kommt hier schon durch, dass du hier irgendwo deinen Besitz oder dein Inneres verteidigen musstest. Ja, sehr oft, dass du damit zu tun hattest und vielleicht jetzt auch gelernt hast, hey, ich wehre mich jetzt. Ich merke, wer mir nicht mehr gut tut, wer mir vielleicht nur was vorspielt, damit es nach außen so wirkt. Hier kommt so eine Energie für mich rein, dass du hier in einer guten Linie bist, dich zu verteidigen, ja, dass du dich selbst hier verteidigst und anderen klar machst, hey, hör mir mal zu, ich fühle mich hier gerade wohl, ja, auch wenn es für dich nicht so aussieht oder wenn du mich in eine Schublade steckst irgendwie, ich fühle mich hier wohl, ich weiß, was los ist. Du verteidigst hier deinen Luxus sozusagen in sämtlichen Ebenen, die mit Emotionen oder auch mit Gütern oder ja, Verträgen zu tun haben, ja, du guckst hier einfach irgendwie was an oder es passiert ab heute sehr stark oder verstärkt sich, ja. Wir haben hier die Königin der Kelche. Wichtig ist immer noch, dass du bei dir bleibst, ja, der Selbstwert, der wird hier hochgepusht. Warum auch immer, warum pusht du eigentlich deinen Selbstwert hoch, sag mal, hast du sie noch alle, so meine ich das nicht. Aber es ist hier ganz stark in der Verbindung mit diesem, du merkst, wenn du dich auch wehren kannst, ja, und hier zur Wehr setzt und vielleicht auch mal ein bisschen schärfer mit Leuten redest oder deine Meinung hier vertrittst, dann merkst du, wie dein Selbstwert hier wächst, ja. Was hatte ich denn den einen Tag, ich muss darauf schnell eingehen, ach ja, mit dem Video bei Schatzi, da hat irgendjemand runtergeschrieben, ich habe ihn gelöscht, ja, weil ich den jetzt nicht so einsortieren konnte. Überschrift ist immer sehr schwer, aber du hast ihn ganz schön in der Hand, wo ich mir denke, so mit was? Also, warum denkt man, wenn man direkt ist und einfach auch mal anders ist als ein Zuseher, wie kann man sich denn da so ein Urteil bilden? Ich habe ihn mit oder ich habe ihn in der Hand und ich frage mich dann, sag mal, denken die Leute wirklich, ich suche mir einen schwachen Partner, in Anführungsstrichen, den ich in der Hand halte? Also mit was habe ich finanziell gut ausgesorgt? Definitiv nicht, ja. Habe ich keine Macken? Definitiv nicht. Also mit was habe ich ihn in der Hand, ja? Und ich sage der Dame, falls sie zuguckt, warum wird das immer so, wenn eine Frau ein bisschen, oder in dem Moment vor der Kamera, ihr seht ja nur ein paar Minuten, ihr glaubt ja nicht, dass er total ruhig ist, könnte ich gar nicht, ja? Aber da
das wäre auch im realen Leben, wo ich dann Ritter der Schwerter machen würde, so wie jetzt, und würde sagen, wie kommst du darauf? Warum kann man nicht tolerieren, dass Menschen einfach zusammen sind aus einem bestimmten Grund? Und wie kommt man auf das Modell, ich habe jemanden in der Hand? Da setze ich dann gleich wieder rein, wo ist dein Problem, was dich triggert, in mir jemand zu sehen, der Menschen in der Hand hält? Also ist ja schön, wenn man sowas kann, ja, dann muss ich ja irgendwas haben. Ich muss ja irgendwas haben. Aber ich sag dir speziell, was ist es, ja? Also wie kann man jemanden in der Hand haben? Dann muss er dein Gegenüber total schwach sein. Und ich würde niemals ein schwaches Gegenüber haben wollen, ja? Musste ich auch schon eine Beziehung beenden, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn man nur macht, was man, oder wenn man keine eigenen Ideen mit reinbringt oder sich auch nicht mal zur Wehr setzen kann oder mach du, bestimm du, ich mach das, was du willst. Da würde ich mir denken, mit was habe ich denn jemanden in der Hand, ja, weil das würde mir auch nicht gefallen. Aber so setze ich mich und so tickt das gleich von der Energie, was ich hier für die Tagesbotschaft lege. Das sind so niveaulose Sätze, ja. Du hast jemanden in der Hand. Und das könnte für euch einfach auch ausschlaggebend sein, dass ihr sagt so, nee, also pass mal auf, ich wehre mich jetzt, ich wehre mich jetzt, weil ich fühle mich stellvertretend wohl da, wo ich bin, ja. Und nur weil was nicht deinem Bild entspricht oder du irgendwie es vielleicht bewunderst, dass ich so keck und frech und direkt, was ich sehr wichtig finde und nicht als falsch, die Direktheit als jemanden in der Hand zu haben, das ist schwach. Also wenn man so denkt, merke ich schon beim Zuschauer, dieser Zuschauer ist schwach. Wenn man denkt, man hätte jemanden mit etwas in der Hand, ja, muss ich ihn mal fragen. Das wäre ja traurig, also wäre traurig für mich und wäre traurig für ihn, ja. Und ich habe ihn nicht in der Hand, ja, das kann ich definitiv sagen. Aber das wäre dann so dieses Modell, sowas dürfte und könnte man mit mir besprechen. Aber ich würde bei so einem Satz in der Realität, so wie ich es jetzt gerade mache, mich auch zur Wehr setzen und sagen, du, pass mal auf, in was für ein Schubladen verteilst du eigentlich deine Denkweise, ja? Also du kannst doch nicht von dir auf andere schließen. Und ich denke schon, dass der Zuseher wahrscheinlich gerne hätte, dass jemand aus der Hand des Zusehers guckt, ist, ja, oder nimmt. Vielleicht bewundert man das auch, wenn das so rüberkommt. Und bei dem Zuschauer hat es noch nie geklappt. Oder ich weiß auch nicht, ja. Ich verstehe das immer nicht. Man merkt einfach, da ist jemand, der sich anscheinend wirklich total verstellt, ja. Und ich verstelle mich nicht. Entweder nimmt man mich so, wie ich bin, oder bleibt mit mir alleine, ja. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe aber das Problem nicht. Deswegen, es könnte hier so eine Energie sein, wo du dich hier genauso wie ich dann auch erklärst und frei machst. Und ich erkläre mich gerne in so Sachen, weil wir hier nicht kommunizieren können und ich nicht so wirklich weiß, wie war jetzt der Satz gemeint, ja. Von einer Minutensequenz ist ja, er wird schon seine Gründe haben, warum er neben mir ist. Und es hat garantiert nichts mit der Kette zu tun. Das ist hier so dieses Ding, ja, bleib und lass dich von niemand anderen irgendwie beeinflussen, versuchen zu manipulieren, dich in irgendeine Richtung drängen. Und du musst, und ich verstehe auch die Ansicht nicht, du musst auch die Ansichten der anderen nicht verstehen. Ja, man wundert sich nur immer drüber, wie weit man eben nicht irgendwie mitdenkt, ja, weil das sind einfach so, da merkt man schon wieder, oh, da ist aber jemand angeeckt, weil man das vielleicht gerne bei jemandem hätte, ja, dieses, ach Mensch, hätte ich auch gerne, ja, die kann sich ja alles leisten, natürlich, jeder Mensch sollte sich alles leisten dürfen, ja, nur dann existiert Liebe, nur wenn du so sein darfst, wie du bist, darf sich dein Gegenüber und du dir selbst alles leisten, bis auf die moralischen Grundsätze, ja, oder die Glaubenssätze, die man füreinander gefunden hat. Das kommt sehr stark hier rein und wir haben auch hier Aussprachen. Das ist wichtig, ja, und zum heutigen Tage, es ist wichtig, dass du über deine Empfindung redest. Also eigentlich, ich wollte jetzt nicht so viel von mir quatschen, aber das Beispiel hat einfach gepasst. Wichtig ist hier die Anzeige, wenn du irgendwas merkst, gehe bitte nicht davon aus, dass es immer eine Rechenschaft sein muss. Du kannst da für dich selbst die Grenzen ziehen und die Tür zumachen. Aber du musst dich hier wahrscheinlich neu sortieren, dich zu erklären, damit das
einmal gesagt wird, jeder versteht und dann ist auch gut für dich, ja? Das ist hier so eine Ansage für dich selbst. Du schützt dich, du machst das, was du für richtig hältst. Vielleicht ist hier auch jemand, der sagt so, na, ist es jetzt nötig, dass du den Weg so und so machst, ja? Oder willst du nicht irgendwie anders? Nein, du stehst bei mir hier für den Mittwoch absolut felsenfest sicher zu deinem jetzigen Standpunkt, der sich jederzeit ändern kann. Ja, das ist gar keine Frage. Aber wichtig ist, dass du hier für den Mittwoch in deiner Energie einfach drin bleibst und Leuten, die deine Art hier vielleicht nicht verstehen oder deine Neuanschaffung oder deinen neuen Richtungswechsel, ja, um dich wohlzufühlen, um dein Selbstwert zu steigern, um eine Veränderung hier vorzunehmen oder dich frei zu machen von Gedanken, das machst du nur für dich, ja. Es ist egal, wie es ankommt bei jemand anderem, solange du demjenigen nicht wehtust. Niemand muss mit dir laufen, ja? Aber es ist wichtig, dass du dich hier frei äußerst in diesem Prozess. Was bringt dich zur Ruhe? Bestimmt gibt es Personen, Dinge, Lieder oder Tätigkeiten, bei denen du ganz ruhig wirst. Mache dir diese Ruhepole bewusst und umgib dich mit ihnen, so oft es dir möglich ist. Und darauf kommt es an, ja? Alle, die dir hier so ein bisschen mit der nicht... Ja, vielleicht alle Menschen, die hier nicht achtsam sind oder auch dich nicht so tolerieren, die wirst du wahrscheinlich auch hier so ein bisschen versuchen, du pass mal auf, das ist mein Leben und wenn es nicht hinhaut, gibt es hier nochmal so eine Aussprache, aber du wirst dich hier um Sachen bemühen, Verträge, Erneuerungen, die dir dienen, ja, die dir eine Ruhe geben, ein gutes Gefühl, wo du sagen kannst, und dafür stehe ich, das bin ich. Und das gibt mir meinen Selbstwert zurück. Also das ist eigentlich wunderschön, ihr Lieben, für heute. Darauf kommt es an, ja. Und das hat jetzt gut gepasst mit den Sachen. Ja, ist doch schön. Ihr wisst ja, ich bringe die Beispiele dann immer rein, wenn ich merke, das passt immer ganz gut. Aber den wollte ich jetzt echt nicht freimachen, weil mir ist es auch anstrengend, im Text zu diskutieren. Die meisten reagieren auch nicht mehr zurück. Und sich da sowieso auf einen Nenner zu begeben, ist manchmal wirklich sehr schwer im Text. Deswegen nutze ich dafür auch immer das Sprechen viel, viel lieber, weil das ist für mich dann nicht Zeitverschwendung. Das passt dann hier so rein und kommt mir dann einfach wieder in den Kopf. Was haben wir noch den einen Tag nicht freigeschaltet? MTF. Hey, wartet. MTF, ja? Mail to... Feminine oder, also auf jeden Fall sollte, glaube ich, mir das zeigen, ich war mal ein Mann und bin jetzt eine Frau. Das ist aber gar nicht so ungewöhnlich, weil das kenne ich von meinem anderen Kanal tatsächlich auch und ich denke mir so, naja, okay, muss jetzt nicht unbedingt meine Hose ausziehen oder meine drei Kinder die Geburtsberichte hier zeigen oder meine Kinderpässe, um zu beweisen, dass ich eine geborene Frau bin. Ich weiß manchmal nicht, wie kommt man denn darauf, ja, aber gut. Habe ich auch gelöscht, ja, weil ich mir dachte so, oh nee, also, und selbst wenn es so wäre, ja, oh, da denke ich mir auch so, lasst mich in Ruhe. Das sind auch so Sachen, die ich weglösche oder ihr wisst. Und das ist einfach dieser Aufräumprozess, ja, weg damit. Einmal angesprochen und dann ist Ruhe. Liebe Miriam, deine Legung, deine Tageslegung, meine Süße, und vergiss bitte mir nicht zu antworten. Ich hoffe, du siehst das. Wir haben, ich nehme die hier, okay. Die schmeiße ich auch noch runter. Ja, guten Morgen. Liebe Miriam, die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. Vielleicht solltest du hier mal deine Handbremse benutzen. Stellvertretend für dich selber. Vielleicht benutzt du mal hier deine Handbremse und hörst auf zu flüchten. Das ist so mein Impuls. Oder du bist jetzt auf dem Weg zu erkennen, hey, das klappt auch, wenn ich nicht flüchte, ja. Wenn ich mir vielleicht Situationen nicht schön rede oder schlimmer rede, als sie sind. Für mich ist es hier ganz toll, dass du hier erkennst, okay, du kannst die Zeit nicht schneller und auch nicht rückwärts drehen, aber du kriegst hier ein Feeling, ja, um den Druck abzubauen für dich selbst, vielleicht auch die Zeit anzuerkennen. Vielleicht hast du hier wirklich sehr viel schon hinter dir und darfst jetzt so ruhen und merkst so, oh, das ist angenehm, das ist ein schöner Prozess. Wir haben hier für dich ein Glückstagebuch. Das Glück liegt ganz oft in den kleinen Dingen. Wenn du sie in deinem Leben bemerkst, wird es dir viel reicher und glücklicher erscheinen. Nimm deinen Tag wieder bewusster wahr.
In welchem Moment, Miriam, warst du besonders glücklich? Wo hast du dich unsicher gefühlt oder warst dir selbst nicht treu? Wofür warst du heute dankbar? Führe ein kleines Glückstagebuch, in dem du solche Details festhalten kannst. Das finde ich aber auch süß, ja? Ein Glückstagebuch, wo man nur die Sachen reinschreibt, die einem nicht auf der Seele brennen, sondern die ein Glück gebracht haben, die freudig waren. Das ist eine schöne Idee, wirklich. Da hat man dann nicht mal Angst, dieses Buch rauszuholen, sondern weiß von vornherein, okay, hier müssen lustige Sachen stehen, schöne Sachen, die mir Spaß gemacht haben, freudige Sachen. Da nimmt man so ein Buch viel, viel lieber in die Hand, ja? Ja, also es sieht ganz stark danach aus, dass du hier einen neuen Weg gewählt hast oder wählen wirst. Ja, für dich wird hier eine neue Lebensphase einschneien oder hat schon begonnen für dich, liebe Miriam. Wir haben hier drei der Stäbe. Du bist bereit, ja? Was soll ich sagen? Du bist bereit für das Neue. Du lässt es auf dich zukommen. Und das ist für mich auch mit der Zeitkarte wunderschön bei drei der Stäbe. Die Zeit vergeht nicht schneller als früher. Aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. Das kann sein, dass du hier wirklich die Ruhe gelernt hast. Du kannst dich nicht gegen wehren, dass wir immer mal wieder neue Phasen erreichen, ja? Du nimmst es jetzt an mit einer Ruhe, ja? Du versuchst dir Ruhe zu bewahren und guckst erstmal, wie fühlt sich das Neue wieder an? Wo muss ich gar kein Risiko eingehen, ja? Wo du vielleicht hier schon so ein bisschen Bedenken hast, den neuen oder hattest, den neuen Weg zu gehen. Ganz toll, der Stern, die Hoffnung, meine Liebe. Du kriegst hier eine Klarheit, du lässt dich hier oder solltest dich hier auf den neuen Weg wirklich einlassen, denn nur so bekommst du die Klarsicht, ja? Das ist, lass es auf dich zukommen. Höre auf, alles bestimmen zu wollen, also nicht als Bestimmer, sondern dass du dir vielleicht schon alles ausmalst, wie das werden soll, wie das werden könnte, denn dadurch sind wahrscheinlich auch die Verstrickungen in der Scheinwelt hier passiert, ja, weil du eben eine Vorgabe schon hattest, wie du leben möchtest, wie dein Weg werden soll, hast du hier eines Besseren einfach gemerkt oder wurdest eines Besseren belehrt. Ja, bloß weil du das möchtest, trifft es aber vielleicht selten so ein, ja. Du wirst hier mehr diese Illusion für dich genauer angucken. Hier war irgendwas, was dich so ein bisschen wach werden lässt in Sachen Illusionen, Vision, irgendwas ist nicht zustande gekommen, irgendwas war zu schön, um wahr zu sein, ja? Und du musst dich immer wieder darauf einstellen, drei der Stäbe und der Narr. Es kann immer wieder anders kommen, aber du musst davor keine Angst haben, ja? Das ist schön. Hier ist deine Hoffnung drin, die dich davor bewahrt. Wenn es so kommt, dann trotzdem Klarheit, siehst du, ja? Ey, mir ist so kalt, ey, meine Finger sterben hier ab. Wir haben zwei der, die Hohepriesterin, ich sage jedes Mal zwei der. Die Hohepriesterin, auch das, du bist, falls du es jetzt noch nicht fühlst, in der Energie angekommen zu sehen, wie viel habe ich mir wirklich gewünscht, was davon ist passiert, ja? Habe ich mir vielleicht Sachen öfter schwerer gemacht, als sie hätten sein müssen? Das ist aber nur die Erkenntnis, weil man kann nicht seinen Weg bestimmen, ja? Du hast hier bestimmt etliche Situationen geschafft, hast vielleicht auch noch ein paar Sachen abzuarbeiten, aber denke an den Stern, ja, hab die Hoffnung hier weiterhin, die Klarsicht. Wenn du dich auf den neuen Weg hier einlässt und auch mal so bei drei der Stäbe es auf dich zukommen lässt und nicht ganz starr wie so ein Plan diesen Weg verfolgst, dann wirst du hier für dich hier, was die Karten sagen, eine viel bessere Klarsicht bekommen als so geplante Wege, ja. Wir haben hier fünf der Kelche. Du wirst dir selber hier in der Ansicht sicher werden, dass es gar nicht möglich war. Ja, irgendwas ist hier gestoppt. Vielleicht auch von dir, ja. Vielleicht hast du auch hier selbst erkannt, so, ja, ich hätte zwar noch mehr gegeben, aber auch um auf mich aufzupassen, dass ich nicht kaputt gehe, war das hier nötig, ja. Dieses Fünf der Kelche. Jetzt muss ich mal kurz stoppen, ja. Jetzt muss ich mal pausieren und wirklich gucken. Hier geht nichts mehr. Hier geht nichts mehr vor, nichts mehr zurück. Hier ist so ein Fluss gestoppt worden, ob emotional oder sonst wie. Und der hat dich hier blockiert. Ja, also öfter kommen die Angaben hier durch. Du hast immer wahrscheinlich an das Gute sehr stark geglaubt, aber es war öfter mal ein Schein, ja, der vielleicht nicht umsetzbar ist oder gewesen ist. Diese Erkenntnis nimmst du hier mit. Das sind hier so deine Baustellen, das Blockieren von dir selbst, ja. Wir haben hier wunderschön König der Münzen. Auch für dich gibt es hier eine Energie oder jemanden, der für dich
mitlebt, mitarbeitet, Sachen von Beginn an aufbaut, ja? Könnten auch neue Projekte, neue Arbeiten oder jemand, der auf dich hier wartet, der für dich in dieser Person diesen Menschen verkörpern würde, den du brauchst. Jemand, der dir unter die Arme greift, ja? Kein Quatscher, eine Macherperson liegt hier für dich. Daran solltest du dich orientieren. Eine Macherperson, der dir unter die Arme oder der dich unter den Arm nimmt oder an die Hand nimmt und dir irgendwas zeigt, was man hier schon kennt. Das sind ja oft gestandene Personen, ja? Hier hat man schon die Lehrprozesse vielleicht auch selbst erlebt, aber hier kannst du von dieser Person auch sehr viel lernen in Sachen Realismus, ja? Hier nimmt dich jemand wirklich an die Hand und zeigt dir, wie du vielleicht so Sachen noch besser bewältigen kannst. Hier gibt dir jemand Schutz, Kraft, Halt, ja? Das schaffen wir. Vielleicht auch sehr motiviert, dieser Mensch, der hier in deinem Leben ist oder reinkommen wird. Wir haben hier 8 der Kelche. Ich sag dir ganz ehrlich, mein erster Impuls war, solltest du diesen Menschen schon kennen oder kennenlernen, dann kann es hier gut sein, ich will dich nicht manipulieren, aufpassen, weil das ist ja nicht privat, das ist auch immer gewagt. Ich habe hier das Gefühl, dass du emotional hier nicht an jemanden rankommst, obwohl dieser für dich perfekt wäre, ja. Entweder kommt das noch, da solltest du mal ein bisschen drauf achten, ist es die äußere Erscheinung oder ist es irgendwas, was du als unangenehm empfindest, dann zwinge dich dazu nicht. Aber dieses 8 der Kelche, es ist wichtig, dass du den alten Prozess definitiv hinter dir lässt, erst wenn du geheilt bist, diesen Menschen hier kennenlernen oder auch dieses neue Anfang für dich. Aber ich habe hier so das Gefühl, bei der ersten Begegnung oder bei demjenigen, der schon an der Seite ist, fragst du dich immer so, ist da was oder ist da was nicht? Ja, aber irgendwie kannst du nicht so richtig loslassen. Es könnte noch kommen, wenn dieserjenige noch nicht da ist. Weil du vielleicht mit sehr realistischen Menschen überhaupt nie was zu tun haben wolltest. Das kann sein, dass du mehr so dieses verträumte, weiche suchst, aber nach außen hin sehr hart, aber du vielleicht auch einen sentimentalen Kern suchst. Dieser König kann sentimental sein, aber ist vielleicht schreckt dich das ab, weil es dir Druck macht, dass du hier nicht mithalten kannst. Brauchst du keine Angst zu haben, ja? Dieser Mensch macht sehr gerne den Mehranteil, sagen wir es mal so. Und ja, hier, guck mal, 9 der Münzen, tata. Also diese Person, oder wenn diese Person auf dich zukommen sollte, kann sein, dass du hier 2-3 Mal hingucken musst, ob es passen könnte oder nicht. Ja, scheint keine Person zu sein, die dich optisch oder irgendwie sofort wegknallt. Also vom Sinn her, ja. Aber es geht darum, dass du hier geerdet die Energie abbekommst. Ja, dieser Mensch sorgt dafür, dass du den alten Prozess vergessen kannst und dass du hier vielleicht sogar auch merkst, hier sind mehr Emotionen, als du dachtest. Da kommst du an, ja. Du lernst hier zum ersten Mal jemanden, der dir vielleicht ein bisschen zu viel druckartig erscheint oder zu viel macht, zu viel aktiv ist. Du merkst, was man hier alles auf die Beine gestellt bekommen hat, was man auf die Beine stellen kann. Du lässt dich hier schon fast so ein bisschen führen und hier zeigt dir oder möchte dir jemand zeigen, guck mal, das ist erschaffen, weil wir das geschafft haben oder ich das geschafft habe mit dir. Du brauchst wirklich jemanden, der dich an die Hand nimmt, der, so blöd wie das klingt. Ich habe jemanden in der Hand und du brauchst jemanden, den du gerne an die Hand nimmst. Ich lasse mich auch gerne an die Hand nehmen, ja, so ist es nicht. Das ist sehr schön. Dann übernimmt jemand Führung. Aber nur in diesem Gebiet, ja, und das finde ich so wichtig. Du hast deine Qualitäten woanders. Aber ich denke, die Konzentration liegt hier auf jemanden, der in deinem Leben jetzt schon ist, den du noch nicht so einordnen kannst oder jemand kommt. Wie gesagt, hatte ich schon alles erzählt, es geht hier um deinen Selbstwert generell, ja. Du hast wahrscheinlich das Gefühl, du hast sehr wenig geschafft oder zu oft abgebrochen. Dein Durchhaltevermögen, irgendwas steckt hier hinter, was dir dieser Mensch hier beibringt und du fühlst dich hier angekommen, ja. Darauf kommt es an, du wirst hier merken, wow, das ist ja klasse, ja. Liebe ist wichtig, keine Frage. Es kann auch jemand sein, der dir nicht für die Beziehung reicht, ja? Aber der dir so viel mitgegeben hat und mitgeben wird, dass du hier selbst mit diesem Menschen auch nochmal wächst. Also ich finde das wunderschön für dich. Hoffe, dass es auch passt.
Und denk dran, dieses Glückstagebuch finde ich ganz, ganz schön, dass du auch selber deine Erfolgserlebnisse dort einträgst und mal gestärkt wirst durch die positiven Sachen, die am Tag einem passieren, ja? Weil meistens ist ja so, unser Gehirn so gestrickt, immer Negatives bleibt hängen. Ich sorge immer dafür, dass es hoffentlich nicht so ist, ja? Ich ziehe mir mit Absicht auch immer abends so, ach Mensch, wie war der Tag heute? Oder auch beim Spazieren nehme ich schon viel bewusster alles wahr, wobei ich da eigentlich schon immer so einen Klatsch weg hatte. Aber manche kommen ja nicht auf die Idee, ja? Und man saugt irgendwie anders die Düfte, guckt die Farben anders an, denkt sich so eine Woche später, ach Mensch, jetzt sieht der Baum so aus. Vorige Woche sah er noch so hässlich aus, ja. Jetzt sieht er langsam schön aus. Man merkt, es wird Frühling, es entwickelt sich alles wieder sozusagen, transformiert sich auch neu, ja. Und man sucht jetzt hier so nach dem Licht, ja, genau wie du. Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. Und deswegen vielleicht auch bei diesen Menschen, die dir hier begegnen, nicht einfach vorbeilaufen. Antesten. Was hat dieser Mensch? Was kann dieser Mensch? Auch wenn es vom Äußeren nicht so stimmt, gib diesen Menschen eine Chance. Ja, ich finde das immer ganz wichtig. Gib jedem Menschen eine Chance. Du musst da nicht mit der Einstellung rangehen, das wird mein Lover. Ja? Eine Chance geben, wenn es äußerlich nicht passt. Kann lieber ein netter Mensch sein, ja? Ihr könnt euch beide, kann eine wundervolle Freundschaft entstehen, die für immer hält. Eine Beziehung geht vielleicht schneller kaputt, ja? Ist nicht das Gleiche, aber ich finde, ein Freund sollte das verkörpern, was ein Partner auch verkörpert, nur eben sexuell anders, ja? Und ich finde, da fehlt auch nicht viel. Da hatten wir vor kurzem auch eine Kommunikation über Kommentare. Ich habe den Namen vergessen. Aber ich finde auch, ein Partner sollte auch der beste Freund. Natürlich kann man beste Freunde haben nebenher, aber sollte natürlich auch der beste Freund sein, ja? Was zeigt denn sonst mit dem Partner? Was ist denn das sonst? Die flatternde Dualseele und nur für Kinder zeugen? Das ist doch Quatsch, ja? Also gut, ist nicht für alle Quatsch, aber für mich wäre es Quatsch. Ich finde es wichtig, dass... Und ein Mann will ja auch immer... Also, es gibt so ein Sprichwort, H.U.R.E. muss sie sein, ja? Aber jetzt nicht auf böse, sondern, ja, die beste Freundin wünschen sich auch viele Männer. Und Ehefrau zusammen, ne? Beste Freundin, Ehefrau und natürlich muss das Sexleben stimmen, ja. So sind wir uns mal ganz einig. Und natürlich gibt es Leute, denen das nicht wichtig ist. Will ich gar nicht reinfunken. Aber dann haben sich zwei Menschen getroffen, die damit fein sind, ja. Aber wenn eine Seite unstimmig ist, dann ist es eben nicht so. Und ich finde es wichtig. Ein bester Freund müsste bei mir persönlich auch den Partner verkörpern, ja, wobei es vielleicht auch Sachen gibt, die ich jetzt nicht unbedingt mit dem Partner immer besprechen würde, weil man vielleicht auch Privatsphäre für sich einfach oder eine Vergangenheit nicht damit reinbringen will oder denkt, okay, da ist es eigentlich passender aufgehoben, man will ihn damit jetzt nicht konfrontieren, aber trotzdem im Allgemeinen finde ich es wichtig, dass man da nicht großartige Unterschiede macht, ja, und deswegen ist manchmal eine Freundschaft wertvoller als ein Mann, der geht und wiederkommen könnte. Oder weil man merkt, okay, passt von mir aus nicht, ja? Ihr Lieben, bleibt gesund. Bumm, habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.